Wir machen eine Verteidigung gegen einen geraden Beinhieb, gegen einen Ankle Lock. Ich kann natürlich versuchen, aus der Situation heraus zu fliehen. Wir machen jetzt aber einen direkten Gegenangriff. Der Gegner hat beide Beine gut versteckt, kontrolliert mein Bein. Ich gehe erst einmal ein Stück nach hinten, versuche wegzukommen, um dadurch Platz zu schaffen. Er wird automatisch versuchen, mit dem Bein ein bisschen nachzukommen. Ich werde versuchen, jetzt hier mit meiner Hand, mit dem flachen Teil, in die Kniekehle zu greifen. Mach die Hände zu. Gehe jetzt mit meiner Hüfte an ihn ran. Verriegel mit meinem Bein. Und ziehe und bekomme dadurch einen Druck auf die Wadenmuskulatur und das Knie. Und bekomme dadurch den Tap. Nochmal, den Enkellock. Ich gehe raus, rein, ran, rüber und bekomme den Tap.